Ich bin Ulrich Westrup, bin 48 Jahre alt, bin jetzt seit 1993 hier im Betrieb. Das fing an eigentlich mit einer Familien-GbR zwischen meinem Vater, meinem Bruder und mir. Mittlerweile haben wir noch drei weitere Gesellschafter mit hinzubekommen, sodass wir jetzt seit 2007 fünf Gesellschafter sind hier im Betrieb und den Betrieb zusammenführen. Wir bewirtschaften insgesamt 750 Hektar für die Ernährung unserer 600 Kühe und auch des weiblichen Jungviehs, was wir hier in unserem Betrieb aufziehen. Die Verbindung zu der Firma Urban ist schon sehr, sehr lang. Die ist schon eigentlich aus der Zeit, bevor ich im Betrieb eingestiegen bin. Da hatten wir schon einen Computertränke damals von der Firma Urban. Dann ist irgendwann während meiner Laufzeit das erste Milk Shuttle dazugekommen. Das haben wir mittlerweile durch ein größeres dann ausgetauscht. Und ja, jetzt aktuell sind eben noch mal weitere Tränkeautomaten dazu. Ich bin Greta Speckmann. Ich bin im dritten Lehrjahr hier auf dem Betrieb Westrup Koch. Mache hier meine Ausbildung, unter anderem auch die Kälberaufzucht. Ja, ich arbeite besonders gerne mit dem Milchshuttle, weil es erstmal super einfach ist. Wenn ich morgens in den Stall komme, ist die Milch bereits vorgewärmt. Man kann das individuell einstellen von der Uhrzeit her. Ja, wenn es dann ans Füttern selber geht, ist es sehr schön, dass es motorisiert ist. Das heißt, ich muss auch keine Eimer mehr schleppen. Ich kann an die Iglus ranfahren, die Eimer ganz einfach befüllen und die Kälber füttern. Ich bin Greta Wessling. Ich studiere im Masterstudiengang Agrar- und Lebensmittelwirtschaft an der Hochschule in Osnabrück und habe hier im Rahmen meiner Masterarbeit einen Fütterungsversuch durchgeführt, bei dem wir zwei unterschiedliche Milchaustauscherprodukte miteinander verglichen haben. Ja, der Kälbertränkeautomat von Urban Alma Pro Duo ermöglichte es mir, hier im Rahmen meiner Untersuchung super viele Daten abzuspeichern und auch zu erfassen. Dadurch, dass er zwei verschiedene Vorratsbehälter für Milchaustauscherpulver hat, ja, kann ein Kalb quasi in der ersten Tränkephase mit dem Produkt A gefüttert werden und in der zweiten Phase mit einem vielleicht auch günstigeren Produkt zum Abtränken. Mit der integrierten Wiegeeinheit konnten die Tiere automatisch gewogen werden und die Daten wurden automatisch erfasst. Alle Tränkeaufnahmen, Tränkemengen wurden gespeichert. Ja, der Gesundheitsstatus wird ebenfalls durch das System hier automatisch überwacht. Die Top-Features an dem Milchautomaten sind für mich die tierindividuelle Kontrolle. Das heißt, dass ich jedes Kalb einzeln aufrufen kann. Ich kann mir die Futterkurve anschauen. Ich kann mir anschauen, wann der letzte Besuch war, wann es wieder Anrecht hat auf Milch. Ja, außerdem ist es sehr effizient, wenn ich irgendwo anders bin, kann ich zum Beispiel über ein Tablet nachschauen, ob alles in Ordnung ist und dementsprechend handeln, wenn es nicht der Fall ist. Die Automaten erleichtern mir in meiner täglichen Arbeit, dass ich das, was wir in der Schule zum Beispiel lernen, viel besser in die Praxis umsetzen können. Das heißt, die Rationen, die wir dort berechnen, dass uns der Automat die teilweise abnimmt, also wie wir die gestalten und besser umsetzen können, sodass wir dann ein optimales Ernährungskonzept sozusagen für die Kälber haben.